Cuxhaven an der Elbmündung dem Einfahrtstor zum Hamburger Hafen als Symbol für den Ehehafen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich in Cuxhaven das Jawort zu geben. In diesem Video möchte ich euch Hochzeitsüberraschungen anhand von Beispielen für die Trauorte Feuerschiff Elbe 1, dem Leuchtturm Dicke Bertha, dem Rathaus und für das Schloss Ritzebüttel zeigen. Ballons, Tauben und Sektempfang im Hafengebiet Alte Liebe, wo das Feuerschiff vor Anker liegt. Individuelle Überraschungen am Leuchtturm Dicke Bertha, der häufig von kleineren Hochzeitsgesellschaften gebucht wird. Einzigartige Showaufführungen am Rathaus von Cuxhaven. Oder Romantik pur am wunderschönen Schloss Ritzebüttel, das gleich mehrere Trauzimmer für unterschiedlich große Hochzeitsgesellschaften anbietet. Der Pier eignet sich hervorragend, um das Brautpaar oder die Hochzeitsgesellschaft durch uns zu überraschen, wenn es vom Feuerschiff herunterkommt. Farblich passend mit einem VIP-Teppich, Ballons und Sektempfang in unterschiedlichen Varianten. Ein wohlig warmes, zufriedenes Gefühl durchfährt einem, wenn alle Zuschauer auf der zweiten Etage des Piers zujubeln. Der Leuchtturm Dicke Bertha und der Elbdeich sind eine tolle Kulisse für eine romantische Hochzeit mit kleiner Gesellschaft. Einzigartig, wie der Wind über die Deichkrone die Ballons verwirbelt. Weiße Brieftauben als Symbol der Liebe runden diese schöne Geste ab. Ein klasse Start von den beiden, um das Eheglück zu verkünden. Auch am Rathaus bieten sich viele Möglichkeiten für tolle Überraschungen und Empfänge an. Hochzeit auf Schloss Ritzebüttel. Das Brautpaar wird in einem von ihnen vorab ausgesuchten Trauzimmer vermählt. Während der Trauung bereiten wir draußen alles vor. Ein dickes Lob, denn es ist nicht selbstverständlich, dass... Wir sind hier heute sehr herzlich und freundlich empfangen worden vom Schlosspersonal. Eins, langsam anheben. Voll schön. Super. 2, 1, los. Ja, liebe Brautpaare, liebe Hochzeitsgäste in Spee, wenn auch ihr so eine tolle Hochzeitsüberraschung am Tag eurer Trauung haben möchtet, ob Tauben, Ballons oder einen mobilen Sektempfang, ruft mich einfach an. Die Nummer wird gerade oben eingeblendet. Dann schauen wir, in welchem Umfang wir für euch tätig werden können. Ich freue mich auf euren Anruf. Bis später. Videos zur freien Traurede, mobilen Sektempfang, zum Pfauentauben-Service finden Sie in der YouTube-Verlinkung. Viel Spaß beim Anschauen. Tschüss!